Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von God of War Ragnarök. Ja, Leute, wir haben in der letzten Folge haben wir gegen den Bossmonster gekämpft. Ich weiß nicht, wie der heißt. Diese nördische Götter haben wirklich so einen schwierigen Namen, die man nicht aussprechen können. Und ja, ich hoffe, Freya hat uns verziehen, dass wir ihren Sohn umgebracht haben. Und ja, wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like da und los geht's. Na? Du bist es wirklich. Du bist endlich wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das Meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du zweifelst an meiner Loyalität? Warnerheim ließ mich damals im Stich. Ach, führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an! Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Und den ich immer unterstützt habe, wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen? Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei.
Du nicht. Ich habe ein paar Dinge mit euch zu klären. Erstens, holt euren Ersatzkopf ab. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei als kleine Gegenleistung? Also gut. Und drittens, wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tyr besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Also gut. Wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Geh bloß nicht ohne mich. Mein Werk hier ist getan. Na schön, willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Meinst du, der große Kerl, den du dabei hast, könnte mir mal helfen? Vielleicht. Ab und zu hat er Lust, sich nützlich zu machen. Was geht's? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter gefahren. Als Odins Armee in die Stadt kam, war ich schneller weg als ein Tatzelwurm mit brennendem Schwanz. Ich war so geschockt, dass ich ein paar unersetzliche Dinge dort ließ. Was für unersetzliche Dinge? Also, eigentlich nur eins. Eine Kugel. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie findet. Was ist das? Und wenn ihr auf eins meiner alten, wunderbar verrosteten Rüstungsteile stoßt, dann bastle ich aus den Trümmern etwas ganz Besonderes für euch. Was ist das für eine Kugel? Bringt sie einfach her und ich werde vor Glück jauchzen. Oh, und denkt dran, nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Ich repariere sie für euch. Kostenlos. Was glaubst du, nach was für einer Art Kugel wir überhaupt suchen? Ich weiß es nicht. Erzähl mir von eurer Hündin. Freiwolf und sie haben tot im Dschungel. So, Livian Axt. Oh, das ist schon mal gut. Hausflamme. Du musst mir immer noch erzählen, wer diese Teile hergestellt hat. Naja, nee. Soll es was Besonderes sein? Von mir aus kann's losgehen.
Und etwas für Freya? Naja. Suchst du was Bestimmtes? Nein, das muss ich behalten. Das muss ich behalten. Keine Erstattungen. Wie ich das hasse. Ist was. Hey. Schön, dass ihr Erfolg hattet, wobei auch immer du ihr geholfen hast. Ich verstehe dich zwar immer noch nicht ganz oder deine Absichten, aber solange du ihr den Rücken frei hältst, halte ich deinen frei. Raus. Fragen wir ihn? Sei nicht frech. Um Hilfe bitten ist frech? Pegwir, Liebster, konzentrier dich auf die Arbeit. Du musst das fester weben. Euer Bündnis ist ungewöhnlich. Ich glaube, Kratos möchte damit sagen, er hat Licht- und Dunkelalben noch nie zusammenarbeiten sehen. Ein willkommener Anblick. Eines Tages hoffentlich kein seltener mehr. Mimir sagt, du bist so etwas wie ein Abenteurer. Falls dich dein Weg jemals in die verbotenen Sande in Alfheim führt... Umstrittenes Gebiet, jenseits des Ödlands. Es gibt Gerüchte über ein Heiligtum und Artefakte, die die Ältesten geheim halten wollen. Alles, was Licht in unsere Geschichte bringt, würde Alfheim zugutekommen. Licht in die Geschichte bringen? Klingt wie ein Abenteuer nach meinem Geschmack. Das Wissen um die gemeinsamen Vorfahren der Alben brachte uns zusammen. Geschichten über Alfheim vor der Trennung von Licht und Dunkel. Ein großes Tabu. Das hielt dich nicht davon ab, sie herumzuerzählen. Weshalb du im Gefängnis landetest. Und dort lernten wir uns kennen. Zuerst als Feinde, doch wir flohen als Freunde. Mehr als Freunde. Das reicht jetzt. Schon gut. Viel Glück da draußen. Das würde ich haben. Darf ich dich fragen, ob dir Alwein fehlt? Du meinst... Komm ich denn da raus? Ich will gerne wissen, was da ist. Da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Und wenn man im Kern ist, zählt man die Stunden, bis man wieder vom Licht kostet. Je weiter ich davon entfernt bin, desto mehr erkenne ich, was es wirklich ist. Und ich brauche es nicht mehr. Ich schätze deine Macht. Da? Ich hoffe mal da. Suchst du etwas? Wir können denselben Weg wie zuvor nehmen. Ja.
Wie soll ich jetzt da hochkommen? Kann ich das da rübergehen? Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Freya schließt sich an. Schließt sich Kratos an. Durch Freyas Bündnis werden neue Kampfausrüstung und ein einzigartiges Kampffähigkeitsbaum freigeschaltet. Ihre Schall- und Segelpfeile erhofft neue Möglichkeiten in Schlachten und Rätseln. Kurze technische Störung, aber es geht weiter. Oh, da ist was. Ja. Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Oh, jetzt können wir das benutzen. Rina. Los, meißle den Buchstaben. Sina. Es ist eine Zauberformel. Ich spreche sie. Sina. Wunderbar. Zusammenzuarbeiten öffnet bereits Türen für uns. Ah. Macht er immer solche Wortspiele? Geil. Mehr von diesen Ranken. Weißt du noch, was zu tun ist?
Ein umgestürzter Baumstamm im Fluss. Da ist etwas drauf, das ich nicht kenne. Freya kann entweder Schall- oder Siegelpfeile auswählen. Sieht mir nach Klingstein aus. Das war's. Es stimmt also? Tiere ist wirklich am Leben? Ja, nicht ganz in Topform. Er schläft jetzt in einer Besenkammer. Aber er wird schon wieder. Wie hast du ihn gefunden? Größtenteils dadurch, dass Atreus Zugriff auf die Prophezeiungen erlangt hat, die den Riesen vorbehalten waren. Wir haben selbst erst davon erfahren, als Thor und Odin kamen. Zu deinem Haus? Steht es noch? Gerade so. Aber die ganze Gewalt war wohl nur zur Ablenkung, damit Odin allein mit Atreus sprechen konnte. Odin war allein mit deinem Sohn? Weißt du, worüber sie sprachen? Ja. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen, um ihm zu helfen, Antworten zu finden. Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flussaufwärts helfen. Oder wir untersuchen das Alpenheiligtum in der Wüste Alpheus. Um uns weiter umzusehen, müssen wir den Stamm aus dem Fluss entfernen. Gut, wir können jetzt den Fluss entfernen und vielleicht alte Missstände beheben. Mystische Tor. Was hast du noch zu erledigen? Ich habe etwas zurückgelassen. Bei den Fällen. Wo du geheiratet hast? Warum willst du dorthin zurückkehren? Um von den Fesseln meiner Ehe frei zu sein. Und von Asgard. Ich glaube, das bist du schon seit langem. Nicht völlig. Nicht genug. Führe uns. Machen wir kurz eine Nebenmission. Mein Volk besiedelte diesen Fluss vor sehr langer Zeit. Tausende pilgerten auf ihm zum Schrein der Verehrung. Doch dann kamen die Asen. Das ist alles, was blieb. Astrids Garten. Die Wildnis hat ihn zurückerobert. Er war einst wunderschön. Hallo? Ich will das sehen. Hinter dir!
Schild
Lass uns hier ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt. Von rechts! Die Natur ist aus dem Gleichgewicht. Ja. All diese Verwüstung. Ein passendes Schicksal. Astrid. Nein. Siegelpfeile bringen hier nichts. Hier steht was von einem Zauber, der Trolle schlafen lässt, und einer magischen Reliquie, die ihn wieder aufhebt. Gorlab aus den Asche, Gorlab aus den Frost. Opferzahl, man nehme eine sehr große Zahl und verdoppelte sie. Art der Gefangenschaft, Notz, Schlummer, Gefängnisstandort, Wannerheim. Datum der Entlassung, nee. Die Trolle haben mehr Zwerge verschlungen, als man zählen könnte. Bevor ich sie in den Schlaf versetzt habe, Ich bezweifle, dass sie nach einem Weckrelik besser gelaunt wären. Wenn man sich vorstellt, auf unbestimmte Zeit in ein und derselbe Position auszuharren. Brrr. Gefängnis auf sich, Alves Steinfuß, Svartahem. Fuck!
das Scheiße, wo ist das Scheiße? Nichts kann auf verbranntem Boden wachsen. Geist. Freya, du kehrst zurück. Astrid, was ist mit dir passiert? Mit deinem Garten? Die Einherjar, ja. Mein Lebenswerk verrottet. Mein Denkmal zu deinen Ehren vollkommen verkümmert. Es tut mir leid, meine Königin. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen, niemals. Ich schwor, diesen Garten gut zu pflegen, bis du zurückkehrst. Für immer inmitten seiner Fäulnis zu leben ist eine gerechte Strafe. Ich komme wieder, Astrid. Kratos, säubern wir diesen Garten vom Gift. Warum? Die Erde ist ein Abbild derer, die sie hegen. Solange das Land krank ist, ist es auch ihre Seele. Wie? Wenn mein Garten blüht, blüht meine Seele. Oh, schön, dass die noch funktioniert. Oh. Ein Rüstungsteil, das Lunda gehört. Leider beschädigt, aber ein schönes Stück. Warum liegt es dann hier? Misstraust du ihr, Bruder? Wenn ihre Kugel so wichtig ist, hätte sie sie nicht zurückgelassen. Kann sein. Weißt du es eben? Ich muss Taros erledigen. Wie? Wir müssen die Totems zerstören. Sie vergiften Astrids Garten. Totems. Was ist noch mein Totem? Eine Statue ungefähr. Bin mir jetzt nicht sicher, was ein Totem ist. Siehst du den Sprengstoff? Eine Explosion könnte helfen. Ha, vielleicht kannst du es von woanders treffen. Regenbogen. Leben kehrt in den Garten zurück. Gut.
Teil ist schon erledigt. Der Garten krankt immer noch. Hier muss noch irgendwo Gift sein. Mein Garten ist immer noch so tot wie ich. Nicht wahr? Ach, das war's. Das Familienwappen von Hönir. Armer Mann. Ah, da. Da. Kannst du vielleicht von dort oben sehen, ob es einen Weg hineingibt? Was steht da? Fortschritt des Gartens. Galabusche 4 gepflanzten erste Beerenernte wird im nächsten Winter erwartet. Gunstblattrot 6 gepflanzt. I der Zeit am Verwecken muss möglicherweise an einen sonnigen Platz umgepflanzt werden. Gunstblattblau 6 gepflanzt, alle in Blüte. Gunstblattgelb 6 gepflanzt, 3 scheinen nicht so gut zu wachsen. Werde zusätzliche Dünger mit Eierschale und zerstörenden Drachenknochen anwenden und auf Besserung hoffen. Farnpfad wächst üppig, die neuen Beete müssen in den nächsten Mondzyklus vielleicht beschnitten werden. Vom Schnitt Hecke. Suche nach dem plötzlichen Verschwinden der Vorgängerin immer noch eine neue Gärtner. Kehren wir zu Astrid zurück. Das Land, es lebt wieder. Ich fühle es. Ja, dein Garten gedeiht wieder. Freya, wie hast du... Ist schon gut, Astrid. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Danke, meine Göttin. Ich liebe dich. Und ich dich. Du hast ein gutes Werk getan. Ein kurzlebiges. Der Garten wird wieder sterben. So ist es mit allem. Trotzdem kann man es versuchen. Das ist schon mal erledigt, Leute. Okay, Leute, würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier eine Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.